klare Haltung der wissenschaftlichen Medizin, die Darmreinigung ist nicht notwendig. Der Darm reinigt sich selbst. Es gibt keine Rückstände. Hallo, mein Name ist Sören Schumann. Ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater. Und in diesem Video geht es um die sogenannte Colon-Hydrotherapie. Was hat es damit auf sich? Wie hat sich das im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? Wie wirkt sie? Welche Studien gibt es? Warum ist das so wichtig? Beziehungsweise warum ist die Darmgesundheit so wichtig? Und warum ist das ein Verfahren, mit dem man da sehr gute Erfolge erzielen kann? Wie sind meine eigenen Erfahrungen damit? Das und vieles mehr gibt es hier in diesem Video. Ja, ganz allgemein, also die Colon-Hydrotherapie ist ein Verfahren, mit dem man den Dickdarm sehr intensiv reinigen kann. Von alten Schlacken, von alten Kotresten, Stoffwechselendprodukten, die sich dort in diesen kleinen Taschen hier abgesetzt haben durch jahrelange Fehlernährung, durch ungesunde Lebensmittel, durch einen ungesunden Lebensstil, durch Medikamente, durch Drogen und so weiter, durch Stress. Und diese Sachen kann man halt zum Beispiel mit der Colon-Hydrotherapie langsam, aber sicher ausleiten. Diese ganzen Ausleitungsverfahren bzw. diese Darmspülungen haben schon sehr lange Tradition. Und zwar wurde sie schon in älteren Kulturen durchgeführt, zum Beispiel im alten Mesopotamien oder auch bei den alten Ägyptern. Bei den Mesopotamiern war es so, dass man ja einen ausgehöhlten Kürbis genommen hat, dort quasi Wasser reingefüllt hat und ein Schilfrohr von ca. 1,5 Metern Länge genommen hat und das dann quasi als Einlaufgerät benutzt hat. Die Ägypter waren da noch ein bisschen anders drauf. Die hatten so einen Spezialisten, der quasi mit einem Schilfrohr Wasser in den Darm gepustet hat. Später gab es dann sogenannte subaquale Darmbäder. Das heißt, man hat hier oben Wasser reingegeben, diesen Schlauch in den Darm reinlaufen lassen, beziehungsweise das Wasser durch den Schlauch in den Darm reinlaufen lassen und dann immer wieder dann den Schlauch umgetauscht hier und die Abscheidung mit einem anderen Schlauch in einem externen Behälter reinlaufen lassen. Das war natürlich nicht so angenehm wegen diverser Gerüche und weil man auch die Schläuche immer umstecken musste. Dann gibt es natürlich noch den klassischen Einlauf mit einem Klistiergerät, wo so 1 Liter bis 2 Liter maximal reinpassen, wo man aber meist nur hier in diesem Bereich oder maximal noch bis hier oben in den absteigenden Dickdarm den durchspülen kann. Hat natürlich auch schon einige positive Wirkungen. Das Immunsystem wird angeregt, es werden die Selbstheilungskräfte durch bestimmte Reflexzonen angeregt, schon die Peristaltik wird angeregt. Und auch einige Sachen, die sich halt hier befinden, werden dementsprechend ausgeschieden. Warum eine Colon-Hydrotherapie, wenn sie richtig durchgeführt wird, noch effektiver ist, das schauen wir uns nachher an. Aber erstmal gucken wir uns an, wie denn so ein kranker Darm aussieht. Hier sieht das alles recht fresh aus. Die Darmgesundheit ist extrem wichtig, weil im Darm sich 70-80% des Immunsystems befinden, weil im Darm die Nährstoffe aufgenommen werden. Das heißt, es ist nicht wichtig, wie viel Nährstoffe ich durch die Ernährung zu mir nehme, sondern wie viel im Endeffekt über den Darm aufgenommen wird und dann in die Zellen gelangt. Wenn das nicht funktioniert, dann kann das halt zu vielerlei gesundheitlichen Problemen führen, wenn sich dort alte Reste ablagern, weil man sich halt ungesund ernährt und so weiter und so fort. Und natürlich spielt auch das sogenannte Bauchhirn eine große Rolle, also der Darm hat sozusagen sein eigenes Nervensystem, was mit dem Gehirn auch verbunden ist und was dementsprechend auch sehr stark auf die Psyche wirkt. Das heißt, bei psychischen Problemen spielt der Darm auch oft eine große Rolle. Hippokrates hat schon 300 vor Christus gesagt, der Tod liegt im Darm. Und warum er da eventuell gar nicht so falsch liegt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam hier an in dieser kleinen Aufnahme. Vorsicht, das könnte jetzt für den einen oder anderen etwas abschreckend wirken. Falls ihr das nicht sehen wollt, blende ich euch hier die Zeit ein, wo ihr dann vorspulen könnt, damit ihr euch das nicht angucken müsst. Ja, und zwar sehen wir hier einen Darm, der normal aussieht. Es wirkt alles recht fresh, schön durchblutet, keine Ablagerung an den Wänden. Ich nehme an, die Person ernährt sich sehr gesund, hat einen gesunden Lebensstil und hat da eventuell auch schon einige Maßnahmen ergriffen, dass es halt, einige darmreinigende Maßnahmen ergriffen, dass es halt zu diesem Ergebnis kommt. Jetzt
schauen wir uns mal schon die ersten Probleme an. Und zwar gibt es hier, also ist hier ein irregulärer Stuhlgang liegt hier vor bei ja, jemandem mit Kopfschmerzen, Hautproblemen und auch chronischer Schwäche. Und da schauen wir uns mal an, wie der Darm da aussieht. Da sieht man hier schon kleine gelbe Ablagerungen, Verklebungen. Ich nehme an, die ja, Person konsumiert zum Beispiel Milchprodukte oder auch Weizenprodukte, verarbeitete Lebensmittel. Und da kann es halt zu diesen Ablagerungen kommen. Also viele mit so kleinen gesundheitlichen Problemen oder die oft krank werden, so unter Erkältung leiden, bei denen sieht es ungefähr so aus im Darm. Und es geht natürlich noch einige Nummern schärfer. Schauen wir uns den nächsten an. Hier haben wir einen Mann, 49 Jahre alt, Übergewicht, Diabetes, Gelenkschmerzen, Nervosität und auch Parasiten. Hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und zwar hat er hier einige Bewohner, die man eventuell nicht haben will in seinem Darm. Hat schon einen kleinen ja, Zoo in sich. Und die Darmwände, wenn man das mal vergleicht mit dem ersten Darm, sind schon recht, ja, sagen wir mal, mitgenommen. Sind mit Schleim überzogen, die Zotten. Und da ist natürlich schon einiges im Argen. Dementsprechend kommt es zu diesen gesundheitlichen Problemen. Also der Darm spielt da immer eine sehr, sehr große Rolle. Okay, nächster Fall, 21 und trotzdem schon mit Candida-Problemen. Candida ist ein Hefepilz, der sich in der Darmwand auskleidet, wenn man ihn mit reichlich Zucker und isolierten Kohlenhydraten füttert. Und hier dementsprechend führt es zum Beispiel zu Allergien, zu Asthma und ja, Immunproblemen. Gucken wir uns das Ganze mal im Video an. Hier sieht man quasi schön ausgekleistert die Darmwände mit diesem Hefepilz, wodurch halt ja einiges im Argen liegt. So, kommen wir zu einer 45-jährigen Frau, die einmal chronische Verstopfung hat und Brustkrebs. Interessanter Zusammenhang. Wer hätte gedacht, dass Brustkrebs mit ja, Verstopfung bzw. mit der Darmgesundheit zusammenhängt auf den ersten Blick oder wie man das so lernt in der Schule oder wie das der eine oder andere Medizinstudent lernt, gibt es da vielleicht nicht so den Zusammenhang, aber anscheinend gibt es da doch einige Kausalitäten. Wie sieht es hier aus? Hier sind einige dunkle Ablagerungen schon, die sind wahrscheinlich schon einige Jahre oder Jahrzehnte dort vorhanden. Der Darm ist stark verklebt, dementsprechend können die Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden. Das fault vor sich hin, es entwickeln sich giftige Gase, die Darmschleimhaut wird extrem angegriffen, eine ungesunde Darmflora liegt vor. Die guten Bakterien können halt nicht mehr in diesem Milieu überleben, beziehungsweise nicht mehr viele, und das siedeln sich immer mehr schlechte Bakterien, Darmbakterien an. Ist natürlich ein schöner Spielplatz für die. Und ja, das sieht hier recht düster aus. So, jetzt kommt ein Video. Bernd Galle ist Gastroenterologe an der Mainzer Uniklinik, Spezialist für das Magen-Darm-System. Er sagt, die Kolonhydrotherapie beruht auf einer falschen Annahme. Es gibt eine klare Haltung der wissenschaftlichen Medizin. Die Darmreinigung ist nicht notwendig. Der Darm reinigt sich selbst. Es gibt keine Rückstände. Der Darm ist ein durchlaufendes System, da gibt es keine Nischen, wo Reste zurückbleiben. Schlacken im Darm gibt es nicht und damit ist auch eine Hilfestellung von außen in der Entleerung, in der Beseitigung von Rückständen nicht notwendig, da es sie eben nicht gibt. So, also kurzes Statement von dem Gastroenterologen an dieser Stelle. Also was hat er gesagt? Es gibt keine Darmschlacken, der Darm reinigt sich von selber. Beziehungsweise Darmreinigung ist unnötig. Es gibt keine Schlacken, die sich dort absetzen. Keine Gifte, keine Ablagerungen existieren quasi nicht. Und deswegen sind auch darmreinigende Maßnahmen unnötig. Ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ihr könnt euch ja selber eure Meinung bilden, ob es solche Sachen gibt. Vielleicht habt ihr selber schon da einiges bei euch ausprobiert oder ausgeschieden. Oder vielleicht sieht es hier, denkt ihr, dass es nach diesen Bildern, die man hier sieht, auch anders aussehen kann im Darm, beziehungsweise dass dieses Statement, was der Kollege dort abgibt, vielleicht noch, dass man das vielleicht nochmal überdenken sollte. So, was hat es jetzt mit der Kolonhydrotherapie auf sich? Und zwar ist es so, dass
das sozusagen ein Premium-Einlauf ist, sage ich mal. Also bei einem Einlauf, wie gesagt, kommt man in diesem Bereich, maximal so in diesem Bereich, aber dann wird es schon sehr, sehr eng. Und bei der Kolonhydrotherapie ist es halt so, dass man die zehnfache Menge an Wasser vielleicht insgesamt schafft, also nicht nur 1 bis 2 Liter, sondern 10 bis 20 Liter insgesamt. Dementsprechend kommt man bis in diese Bereiche hier vor. Zusätzlich kann auch die Temperatur reguliert werden. Also man kann zum Beispiel zwischen 20 und 40 Grad regulieren. Das heißt, der Darm kann sich dann nochmal, also wird dann bei diesen kälteren Temperaturen, zieht er sich eher zusammen. Und bei diesen wärmeren Temperaturen wird das Ganze entspannt. Dadurch kann man nochmal die eine oder andere Ablagerung lösen. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns mal in einem Video an. Und zwar gibt es meist so ein Gerät, wo zwei Schläuche angeschlossen sind. Mit dem einen Schlauch wird reines Wasser in den Darm ja ganz langsam reingelassen und der andere Schlauch, diese Ausscheidung, die damit rauskommen, mit dem dreckigen Wasser wieder direkt in die Kanalisation. Der große Vorteil ist halt, dass man keinen Druck aushalten muss, dass man ganz entspannt liegen bleiben kann und ja, halt viel größere Mengen bewegen kann, die mit der Temperatur variieren kann innerhalb dieses Einlaufes, also dieser Kolonhydrotherapie. Also hier sieht man schon, wie die ersten Sachen rauskommen. Natürlich sind es auch Stuhlreste, aber es sind halt auch einige Ablagerungen dabei. Und da sieht man auf jeden Fall, dass da einiges rauskommt. Ein Vorteil ist natürlich noch, dass ein erfahrener Kolonhydrotherapeut oder eine erfahrene Kolonhydrotherapeutin dabei halt gewisse Massagen durchführt und dabei auch ja, Stellen ertastet, wo quasi ja solche Ablagerungen vorhanden sind, beziehungsweise diese Stellen dann nochmal besonders ansteuert und wodurch dann quasi noch effizienter diese alten Ablagerungen ausgeschieden werden können. Das Ganze sollte natürlich in einer möglichst entspannten Atmosphäre stattfinden und es kommt natürlich auch auf die Kompetenz des Therapeuten an, dass der das quasi gut macht, dass der halt ruhig agiert und ja auch mit diesen Massagen nochmal gut nachhelfen kann. Wie gesagt, man bleibt dann ungefähr 45, also eine Session dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten. Da werden insgesamt 10 bis 20 Liter Wasser verwendet. Zwischendurch wird es immer wieder abgepumpt, wenn der Klient dann sagt, dass es jetzt erstmal genug ist, dass er sich sozusagen voll fühlt, dann wird es wieder ganz entspannt abgepumpt. Man muss nicht zwischendurch auf Toilette gehen und die Session ist dann nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde vorbei. Dann geht man nochmal danach auf Toilette und dann ist auch schon wieder Ruhe im Karton. Wie gesagt, die Darmgesundheit ist extrem wichtig. Das ist natürlich eine Maßnahme, mit der man da sehr gut das Ganze unterstützen kann. Es gibt natürlich noch viele weitere Maßnahmen, aber ich wollte euch heute halt diese Kolonhydrotherapie vorstellen. Ich habe auch mal geguckt, was es so an Studien gibt. Ja, da gibt es auch einiges, aber die meisten beziehen sich so auf funktionelle Darmkrankheiten beziehungsweise auf so Darmentleerungsstörungen wie Verstopfung und Inkontinenz. Und da gibt es halt verschiedene Studien, zum Beispiel, dass es hier bei ja, funktionellen Darmproblemen sehr gut hilft. Zum Beispiel bei sowas wie Blähung, bei Verstopfung, bei Durchfall, bei vielen Inkontinenzfällen, beziehungsweise auch nach diesen Darmkrebsoperationen. Also Inkontinenz ist sozusagen, dass man den Stuhlgang nicht mehr kontrollieren kann, dass man quasi ja, drauf losscheißt, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich nicht lustig und das kann natürlich auch psychisch enorm belastend sein. Also bei Inkontinenz konnte man damit gute Erfolge erzielen. Auch bei ja, Allgemeinheit, bei diesen Entleerungsstörungen, also zum Beispiel auch bei Verstopfung, wirkt es immer gut, was natürlich auch Sinn macht, wenn man sich halt mal guckt, wie so eine Kolonhydrotherapie funktioniert. Und hier noch eine weitere Studie, die halt zeigt, dass es halt bei Inkontinenz bzw. auch bei Verstopfung gut anschlägt. Also die Wirkungen sind natürlich noch viel weitreichender. Das ist jetzt das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Weil, wie gesagt, man kann es nicht häufig genug betonen, gesunder Darm, gesunder Mensch, beziehungsweise der Tod sitzt im Darm. Darm 70-80% des Immunsystems, Nährstoffaufnahme, eigenes Nervensystem, Bauchhirn, die Psyche spielt da ganz viel mit. Dementsprechend hilft es auch sehr gut bei allen Hautproblemen, bei Akne, bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte, bei sämtlichen Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Depression, auch bei so Sachen wie Asthma, Gelenkproblemen. Das sind natürlich alles Sachen, die halt mit der Darmgesundheit zusammenhängen. Wo man vorsichtig sein sollte, ist bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa. Und ja, nicht zu empfehlen ist es bei schweren Herzproblematiken oder wenn man schon einige Monate schwanger ist oder wenn man frisch aus einer, ja, sich erst frisch von einer Darm-OP erholt hat. Da sollte man eher vorsichtig sein, beziehungsweise da wird es nicht empfohlen, zu dieser Maßnahme zu greifen. Das Ganze geht, wie schon gesagt, 45 bis 60 Minuten. Und um da erste Erfolge zu sammeln, sollte man das schon 6 bis 10 Mal durchführen. Natürlich ist es nicht die einzige Maßnahme, beziehungsweise es macht auch keinen Sinn, das durchzuführen und dann einfach weiter Scheiße zu essen. Ich meine, ihr macht ja auch nicht eure Küche sauber und schmeißt trotzdem den Müll dann immer wieder auf den Fußboden und lasst dort alles vergammeln. Also wie gesagt, an den Basics erstmal arbeiten, Ernährung auf Vordermann bringen, ja, langsam von Medikamenten wegkommen, beziehungsweise auch so Sachen wie Alkohol und anderen Drogen, ja, einfach zu einem gesunden Lebensstil übergehen. Und dann ist das hier ein Verfahren, das das Ganze nochmal beschleunigen kann, das, ja, die Darmgesundheit auf jeden Fall extrem auf Vordermann bringen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr gute ergänzende Maßnahme. Natürlich habe ich das Ganze auch selber ausprobiert und zwar habe ich insgesamt, glaube ich, 7 bis 8 Darmspülungen gemacht, also quasi Colon-Hydrotherapie, jeweils in wöchentlichen Abstand. Und ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, dass ich mich danach immer, ja, gut gefühlt habe, befreit gefühlt habe, dass es mir gesundheitlich dadurch immer besser ging, dass meine Haut auch davon profitiert hat, was natürlich auch alles Sinn macht. Brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich für meinen Teil werde es auch nochmal ausprobieren innerhalb eines Fastens. Ich denke, da ist die Wirkung nochmal stärker, weil der Körper da sowieso schon stark am Entgiften ist und natürlich auch sich keine Nahrung mehr im Dickdarm befindet, beziehungsweise diese, ja, alten Reste, die noch im Darm sind, diese alten Schlacken, dann noch besser rausgespült werden können. Also wenn ich das nächste Mal faste, dann probiere ich nochmal 1 bis 2 Colon-Hydrotherapien damit einzubauen. Das war es erstmal dazu. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen. Du hast es nochmal verstanden, warum die Darmgesundheit so wichtig ist und dass die Colon-Hydrotherapie eine gute Maßnahme sein kann, um das Ganze, ja, zu unterstützen. Natürlich müssen halt noch andere Maßnahmen ergriffen werden, denn damit allein ist es natürlich nicht getan, wie ich vorhin mit der Müllmetapher beschrieben habe. Mich würde mal interessieren, ob du schon Erfahrung damit hast, ob du schon Colon-Hydrotherapien, ja, durchgeführt hast, beziehungsweise durchführen lassen hast, oder ob du auch Erfahrung hast mit sowas, mit so Einläufen zum Beispiel, ob du da schon mal was ausprobiert hast. Oder schreib mir gerne in die Kommentare, ob du zu dem Thema auch mal was hören willst, zum Thema Einläufe. Da habe ich natürlich auch schon einiges ausprobiert mit verschiedenen Einlaufflüssigkeiten. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Heute soll es aber eher um die Colon-Hydrotherapie gehen. So, ich hoffe, du konntest wieder einiges dazulernen. Das war es jetzt erstmal von diesem Video und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.